gebt euch mal dieses geile High-Protein, Low-Calorie Panna Cotta. Genau das werden wir heute gemeinsam zaubern. Geht mega schnell, schmeckt ultra krank und hat Bomben-Nährwerte. Viel Spaß beim Video. Let's cook, Alter. Für unser veganes Panna Cotta besteht die Hauptzutat heute aus veganem Skyr. Ihr könnt auch normales Sojajoghurt nehmen oder auch andere Joghurtalternativen, aber wir wollen Proteinas en masse, see? Und da nochmal Agar-Agar, das ist ein pflanzliches Chilimittel, ihr könnt verwenden, was ihr wollt, aber das ist heute sehr convenient, kommt uns gelegen und macht das Ganze richtig gut. Dann zum Schluss kommen wir mit ein paar Erdbeeren, eine richtig geile Soße on top, das darf bei Panna Cotta nie fehlen, ihr könnt auch Blaubeeren verwenden, Mango verwenden, je nachdem, wie oder welche Variation ihr aus eurem Panna Cotta zaubern wollt. Und natürlich etwas Zitrone für die Freshness, ihr wisst Bescheid. Süßstoff, das ist ein Geschmackspulver, heute Geschmack Vanilla Cream, das heißt, es wird Vanille Panna Cotta und dann genauso noch Vanille Proteinpulver, sogar Vanille Cookie Dough. Das wird ein Fest, ich sag's euch. Jetzt starten wir erstmal mit der Agar-Agar-Zubereitung. Wir haben jetzt hier 6 Gramm Agar-Agar, normalerweise steht auf der Verpackung für 3,5 Gramm 100 Milliliter Wasser, um 500 Milliliter Flüssigkeit sozusagen zu binden. Nachdem wir heute nicht komplette Flüssigkeit haben, sondern eher eine dickflüssige Masse, habe ich jetzt trotzdem für 6 Gramm Agar-Agar nur so 120 Milliliter Flüssigkeit genommen. Wird trotzdem genauso gut funktionieren, nachdem, wie gesagt, unsere Masse etwas dicker ist. Aber das Wasser lassen wir einfach nur kurz aufkochen. Geht mega schnell, nachdem das nur so wenig ist. Ihr seht, es raucht schon. Und dann rühren wir unser Agar-Agar unter. Da seht ihr schon, ist schon ready. Etwas runterdrehen. Und dann Agar-Agar dazu, gut umrühren und fertig ist Agar-Agar. Also so schnell geht's. Ihr seht, chillieren ist einfach und kann jeder. Jetzt gehen wir nach hinten. Es geht schnurstracks weiter. Skyr in unsere größere Schüssel. Wie immer alles rausholen. Es ist einfach nur gut mischen. Das heißt, veganes Proteinpulver mit rein, unser Geschmackspulver, einen guten Scoop, sexy, vielleicht noch ein bisschen süß, darf es immer sein, Zitrone, oh yes, und jetzt mixen wir das Ganze erstmal so durch. Und ich habe mich jetzt spontan dazu entschlossen, nochmal einen Schuss Wasser hinzuzugeben, damit es dann nicht wirklich so fest wird, weil bis jetzt haben wir eher eine festere Creme, würde ich mal sagen. Deshalb nochmal einen Schuss Wasser rein und dann haben wir eine etwas flüssigere Konsistenz. Das passt dann, denke ich mal, etwas besser für unser Geliermittel. Ich denke, die Konsistenz ist perfekt. Genau so soll es sein und es riecht auch schon einfach nach Keksteig, nach Vanille-Keksteig. Jetzt kommt unser Agar-Agar dazu. Rein damit, gut unterrühren, weil das soll sich überall verteilen. Wir wollen ja nicht pures Agar-Agar essen, deshalb am besten mit Schneebesen oder mit einer guten Gabel feinst unterrühren. Und ihr seht, das ist schon eine gute flüssige Konsistenz. Genauso soll es auch sein. Und das wird jetzt in unsere Form geleert. Wir können einfach Muffinform nehmen. Wir haben da sogar eine bisschen größere Muffinform. Perfekt für unser Panna Cotta. Da werden die jetzt einfach reingefüllt, ohne hoffentlich auszupatzen. Also es sind auf jeden Fall heute fette Portionen. Ich schichte jetzt hier nochmal leicht um, damit wir auch alle gleich groß haben und sich niemand benachteiligt fühlt, wenn er dann nachher das Panna Cotta mit der kleinsten Portion isst, weil das will man definitiv nicht verpassen. Und da möchte jeder gerne rein dippen. Wir testen schon mal. That's delicious. Und was wir jetzt machen, einfach nur einkühlen. Halbe Stunde mindestens in den Kühlschrank. Wir können es auch länger drin lassen, können es dann am nächsten Tag genießen. Aber wir wollen es direkt jetzt vernaschen. Deshalb halbe Stunde rein. Wir widmen uns der Erdbeersauce. Da kommen jetzt einfach nur unsere Erdbeeren mit rein. Und dann lassen wir die so ein bisschen köcheln. Und so easy ist unsere Soße fertig. Nachher dann pürieren. Und so schnell hat man richtig geile Erdbeersoße.
wird auch gar nicht lang dauern. Das ist vielleicht 3 Minuten, dann sind die alle durch und können gut gestampft werden. Und die Soße ist einfach beste. Ohne zusätzlichen Zucker, ihr könnt natürlich noch Süßstoff verwenden oder worauf ihr Bock habt. Aber es schmeckt genauso. 2 Minuten später und die Babys sind schon ready. Also wir schnappen uns den Pürierstab. Ihr könnt das natürlich auch stampfen, weil wir wollen es so fein wie möglich haben. Und vorsichtig, weil es könnte eventuell spritzen, versuchen wir jetzt die Babys hier zu pürieren. Ich finde es sogar nice, wenn noch ein paar Stücke drin sind. Ihr könnt das natürlich so fein wie möglich pürieren. Aber so ein paar Stückchen hat noch nie geschadet und schmeckt natürlich auch geil. Eigentlich bin ich nur zu faul, das fertig zu pürieren. Ja, ich weiß. Aber egal. Jetzt holen wir erstmal die Panna Cotta raus. Von der Konsistenz her lässt sich's optimal lösen. Gut, jetzt heißt es nur noch vorsichtig hier rauslösen. We got it, we got it. Sehr schön. Und da kommt jetzt unsere Soße drüber. Oh yes. Das ist doch mal absolut geil. Das erstmal probieren. Gut, dann dippen wir hier mal rein mit der Erdbeersoße. Ja, der schmeckt einfach wie Vanillepudding. Mit einer bisschen festeren Konsistenz. Also es ist einfach mehr Masse. Normalerweise macht man das ja mit Kokosmilch zum Beispiel. Aber durch das Ghee, durch das vegane Proteinpulver haben wir einfach mehr Masse, einen dickeren Teig, dickeres Panna Cotta und natürlich dadurch auch mehr Sättigung und sowieso mehr Protein. Also ich denke, bessere Nährwerte wird man schwer vegan hinbekommen. Deshalb soll ich das Ganze auch unbedingt zu Hause ausprobieren. Es geht mega schnell, es geht mega fix und es ist mega, mega easy. Und falls ihr das auch noch mit den anderen Geschmäckern ausprobieren wollt, gibt es jetzt was richtig Geiles für euch. Einfach zum Beispiel Smacktastic Bienenstich oder No Way Frappuccino. Das sind eines der wenigen Summer Limiteds. Wir haben jeweils 2 Geschmäcker. Von den beiden gibt es also noch einen, genauso wie bei Strong und Pink Essentials auch jeweils 2 Geschmäcker, die ab jetzt im Shop verfügbar sind, wie gesagt, limitiert. Schlagt lieber jetzt zu, bevor die ganz schnell weg sind. Und das Geile ist, ihr bekommt auch nochmal ab 25 Euro eines der Exclusives komplett for free dazu. Hier zum Beispiel 30 Portionen gratis. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Checkt den Link in der Beschreibung ab, um wie gesagt Exclusive gratis zu bekommen und die Summer Limiteds zu erwerben. Ich gehöre mir jetzt erstmal Panna Cotta gut rein. Ja, das ist einfach nur ein Genuss. So macht Diäten Spaß. Das war's von Paul und Psyche. Keep pumping, keep cooking. Adios.